Leute, ein herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf Alles Alex. Ich bin auf der Arbeit angekommen und werde jetzt vorne alles vorbereiten. Und ich habe heute mal wieder das wunderbare Dildo-Stativ dabei. Deswegen seht ihr mich auch heute nicht so, sondern aus etwas weiterer Perspektive. Gut, in der Mittagspause werde ich wahrscheinlich trotzdem so filmen, weil mir das ein wenig unangenehm ist, die Kamera so weit wegzuhalten, weil mich dann alle sehen könnten. Aber so langsam sollte ich mich doch endlich mal dran gewöhnen, aber nein, das wird der Alex wohl nie immer Unbehagen fühlen. So, vorne wäre alles vorbereitet, Sachen sind an und ja, Tür ist auf. Also noch nicht ganz, aber ich muss hier noch den Schlüssel umdrehen und dann öffnen sich die Tore vor der Kundschaft. Und dann geht's los. Tag startet, erste Hälfte. Ise da. Schau mal, was das so einbringt. Ich muss mir jetzt gleich noch ein Namensschild machen. Ich habe meins nämlich zu Hause vergessen. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch Ersatz hier, wo ich mir noch eins reinmachen kann. Hallo Freunde, Mittagspause ist da. So, wir schicken mal alle Informationen raus, die wir mittags rausgeben sollen. So, ja, Vormittag lief, ja, nicht so. Aber ich sage ja immer, wir haben eine zweite Hälfte. Da kann man nochmal ordentlich anpacken und auch nochmal von 120 auf 140% hochgehen. Und ja, man muss halt steigern, ne? Gut, ich würde sagen, rüber ins Center. Mampfhole, ich weiß nicht was. I don't know. Meine 20 Euro Bluetooth-Kopfhörer können sehr gutes Englisch, merkt man. Die machen nämlich gerade die ganze Zeit so Dad, Dad. Low, battery please charge. Müsste das nicht eigentlich heißen, please charge the battery oder please charge battery? Einmal mit Profis. Was natürlich auch sein kann, ist, dass es eine Aufforderung an die Batterie ist, sich selber aufzuladen. Das kann natürlich auch sein, weil dann wird es ja Sinn machen. Battery, please charge. Also Batterie, lad dich bitte auf. Do Dominus. Das lädt dich dann auf. Hat er richtig lang noch gehalten. 2 Sekunden. Power off. Das geht dann, aber es sind auch nur 2 Wörter. Kann man nicht viel falsch machen, ne? Im Englischen. Ja, ja. Gut, jetzt rein da. Mampfe hole. Wind ist da. Sein Vater, Digga. Ihr versteht mich wahrscheinlich gerade gar nicht. Wenn ja, muss ich irgendwas drunter legen, so Untertitel oder so. Aber ich weiß heute Abend eh nicht mehr, was ich gesagt habe. Von daher, jetzt dürfte man mich wieder verstehen. Oh yeah! We don't gotta stay. I can feel it, it burns inside. Take away the pain, we can go and say. Trust me, I won't let you down. Besorgt, Brötchen geholt, weil ihr wisst ja, der Auflauf allein, der reicht nicht. Oh. Ich hatte eigentlich überlegt, dass ich, hier sitzen immer so voll viele Leute, dass ich so mich einfach neben einsetze und so spontan fragt, yo, was denken Sie, was denkst du eigentlich, was ich mir heute zu essen haben soll, aber ich habe mich dann doch nicht getraut. Das war mir dann doch etwas zu unangenehm. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen cringe gewesen. Ach komm, ihr hättet es doch eh gefeiert, ganz ehrlich. Sind wir doch mal ehrlich. Ihr werdet abgegangen wie Zäpfchen auf das Ding. Ja, ne? Ach ja, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Heute ist mir irgendwie Pummel mit der Kamera. Gut, bis auf das jetzt, dass ich niemand gefragt habe, was ich mir zu essen holen soll. Aber sonst habt ihr davor gesehen an der Ampel. Gut, wahrscheinlich sieht man niemand. Und es wirkt jetzt so, als würde ich nur labern, dass die ganze Zeit Leute da sind. Naja, es geht jetzt erstmal rüber. Während ich jetzt hier noch laufe, kann ich ja sagen, ich finde es gerade mega geil, dass die Vlogs immer so ein bisschen länger sind, so 10 Minuten plus. Weiß auch nicht, aber gefällt mir irgendwie. Aber es gab halt auch immer Themen, über die man reden konnte in letzter Zeit. Also in letzter Zeit. Das waren gerade mal 2 oder 3 Vlogs, die so lang waren. Naja, nee, aber man merkt halt, wenn man irgendwas zu erzählen hat, dann ja, ist ja logisch, dass der Vlog dann länger geht. Weil wenn es was zu erzählen gibt, erzählt man viel und da streckt das Video. Jetzt hätte ich doch fast vergessen, ein Schnittbild zu filmen, wie ich das Zeug da reinmache. Es ist schon drin. Aber ich hole es gleich nochmal raus und mache für euch ein lecker Schnittbild.
never get to open, cause it's too late. I could be the one who saves you from this place. Baby, they ain't never gonna find me. Essen ist angerichtet, oh yeah, oh, oh ja. Ich spinne mal wieder rum heute. Ich habe auch mich ein bisschen inspirieren lassen vom Till, der schaut ja auch meine Vlogs und ich mittlerweile auch seine aktiv. Und ja, der hat mal so ein Vlog gebracht gehabt, wo er so ein bisschen behind the scenes zeigt. Also wo er gefilmt hat, wie er filmt. Und da habe ich mich gerade ein bisschen von inspirieren lassen, habe also den Schnitt zur Mikrowelle und den Schnitt gerade mit aufs Essen drauf und so auch gefilmt. Blende ich euch jetzt ein. Und da kam mir so die Idee, ich hätte eigentlich auch mal Bock, so ein Behind-the-Scenes-Vlog zu drehen. Also einmal ein Hauptvlog, ganz normal. Und dann halt von einer zweiten Person mich noch dabei filmen, wie ich filme. Ne? Und dann könnte man zwei Vlogs in einem machen. Das wäre gar nicht so schlecht. Also man hätte dann zwei Vlogs, ne? Aber mit einmal abgedreht. Ja, das wäre, glaube ich, ganz cool. Wenn es euch gefällt, die Idee, ja, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Oder hier oben im i. Stimmt ab, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Und ja, jetzt aber Mampfe, weil Zeit geht rum und ich laber schon wieder zu viel. Ich habe aufgegessen, bin gerade noch mal kurz raus, habe mich kurz in mein Auto gestellt, da ist mir noch was eingefallen. Und zwar war ich ja gestern mein Auto ummelden und ja, während die Dame da alles eingetippt hat, habe ich halt Trittwand. Und wir haben so geredet über mein Auto und dann sind wir denn da eigentlich drauf gekommen? Ach genau, weil ich hatte meinen Fahrzeugschein dabei und da ist auch eine Visitenkarte von dem Mechaniker, wo mein Auto her ist, drin. Und da gemeint, Mechaniker des Vertrauens, musste auch noch einen Vlog einbauen. Und da habe ich gesagt, naja, es war bis jetzt aber immer ein anderer, als der auf der Visitenkarte steht. Und dann sind wir wieder drauf gekommen. Ich hatte ja mal mein Auto abgegeben und als ich es dann abgeholt hatte, war ja eine Macke drin. Das habe ich ja auch in einem Vlog gezeigt. Und dann habe ich auch so gemeint, ja, das war der mit Lack und so drüber ist, was nicht so cool aussah. Und ja, Ritwan meinte dann so, oh, ich habe mich da übel beschwert. Ich so, ja, gut, aber dann hätte ich es da lassen müssen und die hätten die komplette Tür austauschen müssen. Und da hatte ich dann auch irgendwie keinen Bock drauf. Und ja, these days sieht es immer noch nicht so gut aus. Also wenn man sich das so anguckt, man erkennt die Macke auf jeden Fall. Yeah, nice. Ja, wie gesagt, das Problem da wäre halt gewesen, also das hat der Mechaniker mir gesagt, man kann nicht nur den Türgriff austauschen, man hätte halt die komplette Tür erneuern müssen. Und ich glaube auch, dass er damals gesagt hat, dass es dann eventuell Probleme mit der Farbe geben könnte, weil es die direkte Farbe wahrscheinlich nicht mehr gibt, die mein Auto hat. Das ändert sich immer scheinbar ein bisschen. Und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum man so das ein oder andere Auto mit einem bisschen anderen Autotürfarbe rumfahren sieht. So würde ich mir das zumindest erklären, ja. Ja, da hatte ich halt ultra keinen Bock drauf und ich dachte mir, na gut, was willst du machen? Macke ist jetzt zwar nicht durch mich entstanden, aber naja. Es gehört zum Autoleben dazu. Also zu meinem Auto gehört es jetzt halt dazu. Ist ein fester Bestandteil. Und was mir auch gerade einfällt, mein Auto hat immer noch keinen Namen. Nach all diesen Jahren immer noch nicht. Aber ich glaube, der Quantum hatte mal einen ganz coolen Namen geschrieben gehabt. Da hatte ich auch überlegt, ob ich den nicht jetzt nehme oder so. Muss man den Kommentar raussuchen. Ja, und dann gucken wir mal, ob man das Auto eventuell taufen, also schön mit Flasche ans Auto. Ne, Quatsch. Das macht man ja beim Boot. Man tauft ja das Boot so, dass man so eine, ich glaube, Sektflasche oder so ans Boot schmeißt und sagt Petri Heil oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. I don't know. Gut, jetzt ist die Pause gleich wieder rum und dann geht's ab in die zweite Hälfte. Wie gesagt, 140% werden gegeben und dann schauen wir, was heute Abend das Ergebnis sagt. Damit wäre auch ein weiteres Schnittbild vom Abend vorbei. Ihr wisst, was jetzt ansteht. Sachen rausschicken, Sachen hier ausmachen,
da, Musik aus, Lautsprecher aus, Bildschirm aus. Warum diktiere ich alles? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt machen wir uns mal ins Listen rausschicken, Meldungen machen und dann heißt es ab nach Hause. Wisst ihr, was halt das Coole ist, wenn man das Stativ wieder dabei hat? Man kann es wieder an den Sitz machen und ein Schnittbild von der Autofahrt machen. Ich überlege aber gerade nur, ob ich nicht nach vorne filme. Ich gucke mir mal das kurz an. Ja, ich glaube, so macht es weitaus mehr Sinn. Okay, fahren wir los. Hat dein Ernst jetzt gerade? Anstatt dass man einfach kurz rückwärts fährt. Nein! Ich muss doch fahren! Freunde, so, ich zocke gerade noch mit dem Philipp ein bisschen PUBG. Habt ihr noch nie gesehen in den Videos. Werdet ihr wahrscheinlich auch nie, weil er sich schämt, in Videos vorzukommen. Aber im Livestream war er mal dabei, der Boy. Ja, wir versuchen Chicken Dinner zu holen. Wir sind aktuell immer so in den Top 20, Top 10. Schauen wir mal, wie es wird. Und damit neigt sich ein weiterer Tag dem Ende. Ja, ich mache mich jetzt ans Schneiden. Wir haben leider kein Chicken Dinner geholt. Waren aber nicht so schlecht, immer so in den Top 10. Aber zum Schluss haben wir nur noch reingeschissen. Bei mir lag es wohl an der Müdigkeit und dann zieht man halt den anderen auch mit runter. So ist es. Also schneiden, schlafen, morgen wieder arbeiten. Tschüss. Ich bin komplett behindert, ich verkacke einfach meine Abmod. Ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung. In dem Sinne, haut rein.